Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zimmerne, die das Spiel anstellt. Pling! Und euch dann zurück begrüßt zur Achievement Hunt in Banished. So is it. Wir zocken Banished, wir sind eins mit der Natur, wir sind sehr isoliert und wir sind eigentlich auch ziemlich ungebildet. Nanu, hier ist ein Blacksmith gestorben und keiner hat es mir gesagt. Ja, wir haben gerade eine nicht so richtig erklärbare Sterbephase. Und die ist auch tatsächlich nicht gut. Es sterben gerade richtig nervig viele Leute weg. Und ich kann echt nicht viel dagegen tun. Die sterben nicht, weil ich zu doof bin oder so, sondern die sterben weg, weil wir zu... Also weil sie sterben halt an Altersschwäche. Momentan wird nicht genug nachproduziert an Bevölkerung, als dass wir da quasi weiterkommen. So, wo sind meine Arbeiter jetzt alle hingegangen? Die arbeiten jetzt alle... Drei, die sie noch sind, arbeiten sie am Tunnel. Das ist Quatsch. Leute, das ist Quatsch. Hier sollt ihr arbeiten. Den Tunnel könnt ihr pausieren. Das Fishing Dock brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Nahrung haben wir genug. Das heißt, Fishing Dock bitte auch auf Pause. So, und beide hier in die Wooden Houses. Wir brauchen Leute, die knattern. Und dann machen wir hier unten auch nochmal Wooden Houses hin. Ach komm. Ach komm. Och, Manu. Das ist gemein. Naja, egal. So geht's auch. Haben wir jetzt gerade keine Leute, die es machen. Ich weiß das wohl. Aber das wird schon. Rimby Reserve, Virus. Ah, oh, da sind zwei Leute. Ah, oh, drei Leute Labor geworden. Oh, wie schön. Oh, wie schön, 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 schön. Oh, die Römer. Wie toll, toll, toll. Fein, 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 würde Obelix jetzt sagen. Ah, sehr schön. Neue Labor. Ah, oh, ist das gut. So. Und dann stirbt schon wieder einer an Altersschwäche. Na toll. Und noch einer. Ja, da sind sie gleich wieder hin. Da sind meine Labor alle schon wieder weg. Na gut, hat immerhin gereicht, um ein paar Arbeiter wieder einzustellen. Und vielleicht kommen ja auch nochmal ein, zwei gleich wieder nach. Das wäre schön. Warum baut ihr jetzt diese blöden Holzhäuser nicht fertig? Weil ihr keine Lust habt. Okay, kann ich nachvollziehen. Nein, macht ihr. Ich weiß, müsst ihr nur weit verlaufen. Verstehe ich auch. Was ist los? Iron. Ja, ist in Ordnung. Iron brauchen wir gerade für gar nichts. Da wir uns derzeit daran wagen, Holzhütten zu bauen, was eigentlich ziemlich blöd ist, weil wir zuletzt eine Feuerholzkrise hatten, fällt mir gerade ein. Oder nicht Krise, aber eine Feuerholzkrise ein bisschen voraussehen. Ist das vielleicht nicht so das Klügste, gerade nur Holzhütten zu bauen? Auf jeden Fall brauchen wir mehr als einen... Bist du denn des Wahnsinns? Danke. Die Limits ein bisschen hochsetzen ist vielleicht ganz gut. Ich glaube, ich baue da unten noch einen zweiten, wo ich den einen Lager gebaut habe. Hier oben gibt es genug Loks. Oder baue ich hier noch irgendwo einen hin? Hier ist ja ein Typ, der... Und da ist auch noch einer, der Stein, der Dings herstellt. Ich muss mal eben ganz dringend erstmal hier noch einen Stockpile errichten. Ja, hat Ente klug gemacht, ich weiß. Ente hat gerade zu viel Bauprojekte auf einmal offen. So... Und da ist der Stockpile für dich. Ich weiß, dann mache ich den anderen ihre Jagdflächen noch wieder kleiner, aber muss sein. Und so. Und wir können mal eben diese beiden Bauprojekte kurzzeitig, die sind sowieso erstmal lang und kurzfristig auf Eis gelegt. Da ist schon wieder ein Fischer gestorben. Es werden zwar gerade recht viele Kinder nachgeschoben, aber es sterben gerade echt haufenweise Leute an Altersschwäche. Es sterben im Moment gerade mehr Leute weg, als wir nachproduzieren. Das ist irgendwie ungut. Darum mache ich gerade so einen massiven Bauboom mit Holzhäusern. So. Dann haut mal rein. Denn je mehr Häuser wir haben, desto mehr Kinder werden nachproduziert. Je mehr Kinder wir nachproduzieren, desto mehr Labor haben wir und so weiter und so fort. Was wir gerade quasi vorführen, ist der demografische Wandel, der eine ganze Zeit lang uns auf andere Sachen konzentriert als auf Häuser. Und dadurch einen demografischen Wandel ausgelöst. Und der braucht Zeit, um sich fortzuziehen, durchzuziehen, um fertig zu werden. Gucken wir mal in die... Ups. Ja, zu viele Fenster auf, das ist ein Problem. Population, da sieht man es nicht so gut. Citizens, da sieht man es wahrscheinlich auch nicht so gut. Nee.
So richtig viel sieht man es nicht. Vielleicht wenn ich es auf 2 Jahre stelle? Auch nicht. Na gut. 1 Jahr? Auch nicht. Okay. Dann sieht man es nicht. Dum, 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 dum. Da wird die erste Holzhütte fertig. Das ist schön. Aber das ist das, was man in der einen Folge, wo ich die Town Hall fertig gebaut habe, habe ich das ja schon mehr oder weniger angekündigt. Wo man sehen konnte, dass ich halt viel zu wenig Häuser für die Anzahl an Familien habe. Und das ist dann meistens ein Indiz dafür, dass irgendwann genau das passiert, was uns jetzt passiert. Dass dann nämlich ganz viele alte Leute wegsterben und nicht genug Junge nachkommen, weil wir es nicht geschafft haben, die Jungen rechtzeitig ausziehen zu lassen, sodass sie eigenen Nachwuchs nachproduzieren. Ne? Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie das mit dem Fuel so läuft. Da ist mittlerweile... sind sie eifrig dabei, das aufzuholen, was produziert wurde. Aber wir werden da gleich noch einen Woodcutter nachlegen und dann wird es auch wieder gehen. Schwierig ist eigentlich nur, also, dass Leute wegsterben und dann keiner nachkommt. Das passiert ja manchmal. Also ich habe keinen freien Laborer und dann sterben Leute weg. Das ist dann ja mal ganz doof. Schwierig ist das eigentlich nur bei ganz bestimmten Berufen. Nicht zum Beispiel, wenn mal ein Miner wegstirbt oder mal ein einzelner Fischer, wenn ihr nicht gerade hart am Limit seid, und das solltet ihr eigentlich nie sein bei Banished, sonst habt ihr was, habt ihr ein Problem. Oh, unser Eisen wird auch langsam low. Einmal den hier. Und einmal... Ah, ich glaube, so viel Eisen brauchen wir derzeit ja nicht. Das kann ruhig ein bisschen low kann das sein. Eisen brauchen wir für sehr wenig Bauprojekte, das brauchen wir eigentlich nur noch zum Schmieden gerade. Und insofern geht das. Das liegt halt daran, dass die Leute gerade keine Laborer da sind, die das hier einsammeln. Okay. Ja, genau. Habe ich schon gemerkt. Danke, Spiel. Da ist schon wieder einer an Altersschwäche gestorben. Es ist echt... Ich kriege im Moment keine Laborer wieder eingestellt. Das ist echt nicht gut. Naja, auf jeden Fall ist das also ein Indiz, wenn ich viele, viele Familien habe und wenig Häuser, also zu wenig Häuser für die, dann ist es ein Indiz dafür, dass genau das passiert, dass wir nicht genug Nachwuchs kriegen, die Sterberate der Alten abdeckt. Also wir sehen das ja hier in der Overview, wir haben 92 Familien und nur 58 Häuser. Und das ist katastrophal. Also am besten ist es immer, wenn wir 1, 2 Homes mehr haben, als wir Familien haben. Familien sind immer schon zusammengesetzte Pärchen. Das heißt, wenn ich mehr Familien als Häuser habe, dann wird ein Haus, das ich fertig baue, sofort von 2 Leuten bezogen, die dann Kinder herstellen. Passt auf, ich werde es beweisen. Also sie stellen nicht instant ein Kind her, aber es werden sofort 2 Leute hier in diesem Haus einziehen, wenn es fertig ist. Passt mal auf, ich zeige es euch jetzt. Zack, 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 sofort 2 Leute drin. Das heißt, die sind als Pärchen intern schon zusammengesetzt sozusagen. Die wissen schon, aha, wenn ein Haus frei wird, ziehen wir zusammen. Und das machen sie dann halt auch in der Sekunde, in der das Haus fertig wird. Und dann geht es halt auch gleich los und dann können sie gleich anfangen, Nachwuchs herzustellen. Ne, denn Manpower brauchen wir auch. So, den Woodcutter hätte ich gerne 2 Leute. Kann das klappen? Ich habe gerade nur 4 Arbeiter. Okay, dann macht mal die Wooden Houses fertig. Passt schon. Ein Gatherer ist gestorben. Kann ich auch damit leben. Richtig, ich wollte gerade erzählen, wo es schlimm ist, wenn Leute wegstirben. Also generell bei wenigen Sachen ist das schlimm. Wenn mal ein Forester oder ein Gatherer wegstirbt, dann kann man das meistens verknuspern, indem man irgendwie... zeitweise auf bestimmte Sachen verzichten kann, beziehungsweise das dann später wieder herstellt und dann eben nur zeitweise der Verbrauch sich da leicht ändern müsste. Aber wo es schwierig wird, sind so Sachen wie Blacksmiths, Tailor und vor allen Dingen richtig schwierig ist es, wenn du Teachers verlierst. Das ist richtig gefährlich in diesem Spiel. Wenn ich eine Schule habe, wo, wenn ich also nicht wie hier mit ungebildeten Leuten quasi spiele, dann ist es eben so, dass ich mit einem Tailor deinem Teacher das Problem bekomme. Achso, das sind die beiden Hütten. Okay, dann müssen wir trotzdem dafür sorgen, dass der Woodcutter oben mit fertig gebaut wird. Hier war er, ne? Ja, hier irgendwo, da oben. Und zwar aus dem Grund, dass die Leute, die in der Schule sind und wenn dann kein Teacher nachkommt. Alter, ich krieg einfach keine Laborer mehr frei. Dass dann die ganzen Leute rausgeschmissen werden und als ungebildete Leute in die Jobs gehen. Und das darf eigentlich nicht passieren. Gleichermaßen Blacksmiths und Tailors hat man nicht so viele. Das heißt, ihr seht ja selber, ich habe bei dieser Bürgeranzahl 3 Blacksmiths und 3 Tailors, die mehr oder weniger den Bedarf ja auch decken. Und das ist insofern riskant, weil wenn da jetzt einer weggeht, dann bricht die Produktionsrate da doch sehr ein. Und da müssen wir auch aufpassen. So,
Ich gucke hier nochmal gerade in die letzte Produktion von Tools und Clothing her. Tools geht konstant mittlerweile und Clothing auch. Produktion, Tools, letztes Jahr 71, oh, aber auch hier Tools, nur aufpassen, guck mal, ne? Haben wir weniger hergestellt, als wir verbraucht haben. Also ich meine, ein einziges, das ist okay, aber ist auch gefährlich. Und bei Clothing haben wir ein bisschen mehr hergestellt, als wir verloren haben, okay. Im Moment stellen sie nichts her, weil die am Limit sind. 50 ist aber ein schlechtes Limit, finde ich. Bei unserer Stadtgröße machen wir mal 75 draus. So. Und bei den Tools-Leuten müssen wir aufpassen. Da brauchen wir fast schon 9, wenn wir dann mittlerweile in die roten Zahlen kommen. Fischer? Ja, okay, das ist in Ordnung, dass da Fischer einziehen. Da sollen ja auch Fischer einziehen, aber eigentlich erst die Fischer, die zu dem Fischerhaus gehören, das wir noch nicht fertig haben. So. Da ist wieder ein Laborer fertig geworden, das ist schön. Ich hoffe, das werden noch mehr als nur der eine. Denn sonst kriegen wir irgendwann Stresspusteln. Also ich jedenfalls. Der Woodcutter hier oben ist auch schon wieder bald fertig. Dann dürfte das Feuerholzproblem sich auch auf jeden Fall mit dem nächsten Woodcutter dürfte es sich auf jeden Fall dann lösen lassen. Schauen wir mal in die Produktion rein. Fuel. Letztes Jahr 1800. Wo ist das Woodcutter-Problem? Wieso hatten wir ein Woodcutter-Problem? Wir haben 500 Überschuss. Ja gut, da sind halt die auch mit drin. Und da haben sie sich auch garantiert was von rausgeholt. Die Schweine. Einfach meine Kohle verbrauchen. Das ist eher ärgerlich. Oh, guck mal, die Rehe schwimmen mittlerweile. Die sind nicht mehr unter Wasser, die schwimmen jetzt. Cool. Ich muss gerade mal gucken, ändert sich die Animation dadurch oder haben sie dieselbe? Ich glaube, die haben dieselbe, ne? Ja, okay. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Sieht immer noch ansatzweise so aus, als würden sie unter Wasser auch schwimmen, aber muss man ja mal checken. Früher liefen sie ja unter Wasser, habe ich ja Beweisvideos von. Also nicht von Rehen, aber von Schafen. Aber ich glaube, bei den Rehen war es genauso. Sehr schön. Woodcutter, 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 da. So. Zack. Und das Buddenhaus ist auch fertig, dann könnt ihr hier wieder weitermachen. Ich hoffe, dass ich mit den ganzen Woodhouses jetzt ein bisschen gegengearbeitet habe erstmal. Und dass ich jetzt so ein bisschen ins Normalgeschäft wieder zurückgehen kann. Aber das Normalgeschäft dürfte gerne auch weitere Häuser beinhalten. Schauen wir mal ganz kurz, wer ist da gestorben? Ein Cave-In, ach du Scheiße. Gut, das geht hier. Das geht hier auch, das geht hier auch, alles klar. Dann gucken wir uns gerade mal hier so um. Was ist mit euch? Ihr müsst einen von weiter weg auf jeden Fall haben, ne? Ja. Mhm. Okay, aber das geht noch. Das, finde ich, geht nicht. Das, finde ich, geht überhaupt nicht. Und das, finde ich, geht auch nicht. Warum ist das so? Wie sieht das hier oben aus? Der hat seine Leute direkt um die Ecke, der hat seine Leute direkt um die Ecke, der hat seine Leute nicht direkt um die Ecke. Der hat seine Leute auch nicht direkt um die Ecke. Wo geht die denn hin zum Beispiel? Aha. Gut, also hier oben brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Hütten. Dann bauen wir hier oben noch mehr Hütten. Haben wir genug Material für ein Steinhaus? Nö, dann bauen wir im Moment nochmal wieder ein paar Holzhäuser. Ist jetzt kein Weltuntergang, hoffe ich mal. Und dann kriegen wir das schon wieder gebacken. So, haben derzeit... Oh, ist schon wieder... Nee, ist doch nicht wahr. Oh, da ist ein Taylor gestorben. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie machen wir es? Noch ein Bilder wieder weg. Ja, das ist im Moment gerade echt nicht einfach. Also da müssen wir uns auch wieder durchboxen. Aber wir werden es hinkriegen. Also es werden ja auch regelmäßig viele Kinder nachgeboren. So ist es nicht. Aber momentan werden ungefähr so viele Kinder nachgeboren, wie wir an Leuten auch verlieren. Und das ist natürlich die falsche Menge. Das Wohnhaus ist wichtiger als das Fishing Dock. Deswegen bitte... Priority, Priority hier. Ja, 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 ja. Wunderbar. Achso, hier kann ich einen Resource Limits Dings anzeigen lassen. Auch nicht schlecht. Naja, aber braucht man glaube ich nicht ganz so oft. Ich denke, die Logs und Irons, die beiden brauchen nicht mehr Arbeiten als da drin steht. Das ist schon okay so. Denn ich glaube, Logs und Firewood ist mit 2,5 ganz gut abgedeckt. Auch für die Größe unserer Siedlung. Da bin ich ja mal gespannt. Ob wir irgendwann nochmal wieder neue Laborer kriegen. Im Moment steigt auch, also im Moment sinkt auch unsere Bewohnerzahl ganz ungemein. Also wir hatten irgendwie 160
ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, fertige Bewohner. Das sind jetzt nur noch 148. Also das ist, finde ich gerade extrem krass. Aber wir haben auch derzeit einen Überschuss an allem anderen. Wir haben einen Überschuss an Loks, wir haben einen Überschuss an Nahrung. Wir sehen das ja hier, ungefähr 3000 Nahrung zu viel jedes Jahr. Das heißt, wir können uns das Expandieren eigentlich auch leisten. Und das machen wir ja auch. Also expandieren, nicht uns das leisten können, aber das gehört ja miteinander zusammen. Wie viel müsste ich hier oben eigentlich bauen? Also wie viele fehlen effektiv an Wohnarbeitsplätzen? Da fehlen auf jeden Fall ein paar. Der fehlt nicht. Da fehlen auch mindestens zwei. Hier fehlen auch mindestens zwei. Nochmal zwei. Also hier können gut und gerne noch mehr als eine Hütte hin. Okay. If you say so. Dir Spiel. Jetzt macht das Haus mal fertig. Ja, die Iron Reserves werden auch gerade nicht mehr. Das ist auch nicht gut. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir keine Laborer haben. Und dass uns gerade schon wieder ein Blacksmith weggestorben ist. Okay. Du bist gleich schon wieder verbucht. Es ist doch zum Mäusemelken. Meine Einwohnerzahlen sinken und sinken und sinken. Und das, obwohl ich Häuser baue ohne Ende. Aber es wird auch dann wieder es wird auch wieder sowas wie ein Babyboom geben, dann in absehbarer Zukunft. Das dauert ja auch immer, bis so ein Baby produziert ist und bis das dann groß ist. Also das wird auch wieder einen riesigen Schub dann demnächst geben. Also keinen riesigen Schub, aber ihr werdet sehen, dass wir dann doch relativ viele Laborer auf einmal dann kriegen. Da wird dann hier auch, werden hier auch mehr als einer auf einmal, sondern werden aber gleich so 4, 5 auftauchen. Das dürfte auch jetzt nicht mehr ganz so lange hin sein, nach dem, was wir zuletzt alles gebaut haben. Aber schauen wir mal. Ein Stonecutter ist gestorben. Ach, da können wir auch eigentlich... Bei den Stonecuttern können wir auch eigentlich gerade mal tatsächlich 3, 4 abziehen. Das ist vielleicht nicht doof. Dann machen wir noch einen dazu, den Gatherer wieder hin, den Fischer wieder hin. Und Forester haben alle gerade nichts zu tun, da können wir eigentlich auch so lassen. Okay. Und dann vielleicht noch einen Miner wieder zuteilen. So. Und dann waren sie auch schon wieder alle weg. Naja. Steine haben wir derzeit halt genug, weil wir zuletzt so viele eingesammelt haben und deswegen easy, easy peasy. Wer bist du? Ach, du bist Notkatter, weil du gerade nichts zu tun hast. Naja, also du machst schon irgendwie sowas ähnliches wie deinen Job. Du cuttest hier Wood, ne? Aber okay. Kann ich mitleben. Ist in Ordnung. Ja, so ganz ohne Labor läuft es halt auch nicht in Bandish. Das ist echt blöd. Spaß und dann bekam ich Boni. Haha. Und dann war Boni auch schon wieder weg. Mann, 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 Mann. Soll jetzt gerade irgendwie nicht wieder in geregelte Bahnen kommen, ne? Ich habe mich gerade so gefreut, dass es alles wieder lief, dass wir das Tool-Problem gelöst hatten dadurch, ne? Und dann geht hier die Scheiße los mit demografischem Wandel und Ältestenrat und hast du nicht gesehen und so. Mann, Mann, Mann. War Wohnhaus fertig, zack, sofort zwei Leute drin, alles klar. Es ist gerade ein absoluter Markt, in dem Wohnungsmangel herrscht. So, wie sieht es denn aus? Families? Nur noch 86, da sind mittlerweile 6 Families ausgestorben. Aber wir nähern uns mit der Gebäudeanzahl den Families an. Die laufen so ein bisschen aufeinander zu, die beiden Zahlen. Ne? Wir haben gerade 4 Arbeiter, das ist gut. Ein Forester darf ruhig sterben, wobei es mittlerweile auch nicht mehr so viele sind, die jetzt sterben dürfen. Dann kriegen wir Probleme, aber... Ja, meine Güte! Ist ja schlimm jetzt! Echt? Mann, 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 Mann. Wie sie hier alle wegsterben, ey. Und dann haben wir einen neuen Labor. Schön. Und noch einen neuen Labor. Sehr schön. Haben wir es jetzt, ja? Wir haben auch 28 Kinder im Wartemodus. Also das sind auch schon wieder relativ viele Kids. Muss man jetzt mal so sagen. Schauen wir mal ganz kurz in die Laufwege. Wo gehen die beiden denn mittlerweile? Das ist, wieso seid ihr für da unten irgendwo Fischer, ey? Das ist doch totaler Quark. Gut, du kriegst jetzt noch eine Hütte. So. Mann, 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 ey. Stellen die sich hier wieder so dämlich an. Shalondora. Und mehr Laborer, jaha. Gib mir mehr Laborer. Gibt mir mehr Laborer. Okay. Na gut, okay. So viel zum Thema Laborer. Liebe Leute, ich würde mal sagen, ich bin die Zementente.
Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat und ihr Spaß dran hattet, lasst mir einen Daumen nach oben oder ein Abo da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten drücke ich mal kurz die Pause-Taste und würde mal sagen, ich freue mich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.